ist der Weg wieder raus zum Foyer, oder? Da hat jemand fleißig poliert. Ich wette, dass man den Nasenabdruck sieht, wenn ich sie anstupse. Diese Türen sind völlig geräuschlos, damit man in den Vorführsaal kommen kann, ohne jemanden zu stören. Damit man in dem Vorführsaal... Vorführen kann. Ja. Oh. Kuriosität. Wo? In den Sitz rein, rechts. Okay. Eines Tages würde ich so gerne mal herkommen und mir einen Film von dem Platz dort oben aus anschauen. Eines Tages vielleicht. Für die heutige Vorführung haben nur ausgewählte Gästeplätze im Rang. Ich leider nicht. Ich wäre gerne etwas größer, damit ich besser sehen kann. Aber was, wenn man dann auch umfällt? Da weiter rechts. Runter. Runter. Achso. Irgendwas mit Sitz. Ich muss schon sagen. Boah. Luke's Mütze! Hipper Hut! Aber nicht in Blau. Ja, aber trotzdem. Hipper Hut, von wegen hip. Warte, was ist da? Da ist ein ganz kleines Stück. Ach nee. In diesem plüschigen. Aha. In diesem plüschigen Sessel kann man die Filme wirklich sehr bequem genießen. Sonst ist nirgendwo was. Mal abgesehen davon, dass sie so weich sind. Wenn man die Pfoten richtig platziert, lassen sie sich auch nach hinten lehnen. Okay, ich glaube, wir sind hier. Ja, wir müssen jetzt nur noch die beiden, oder? Was ist da auf der Leinwand? Gespräche. Die große Leinwand und das starke Soundsystem lassen den Film richtig lebendig werden. Das ist eine sehr große Leinwand. Alles, was hier gezeigt wird, wird zwingend imposant. Ich habe jetzt schon oft genug gehört, dass die Leinwand groß ist, aber ich sehe sie nicht. Ich sehe nur die viel zu großen Sitze. Oh. Okay, auf. Ja. Links, hä? Links, den Typen links. Warum? Was passiert, wenn man rechts anspricht? Ich glaube, nicht. Das gleiche. Ja, wahrscheinlich. Ja, ein Rätsel! Hab ich auch. Gut. Nun mach so ein Phil! Warum gibst du das nicht einfach zu? Du warst es doch, der die Szene rausgeschnitten hat, oder nicht? Du mochtest sie nie. Du hattest schon vom ersten Drehtag an ein Problem damit. Ja, und du hast das gewusst, aber dich geweigert, sie selbst rauszuschneiden, du alter Sturkopf. Wer ist denn hier der Regisseur? Ich bin das. Wenn ich sage, dass da eine Szene drin bleibt, dann bleibt sie drin. Es bleibt alles, wie es ist. Und es wird sich nichts verändern. Oder so. Egal, ob du willst oder nicht, ja. Oder du weißt, oder weißt du etwa nicht mehr, was es heißt, wenn jemand Regie führt? Regie führt? Das ist fast das Gleiche. Wenn du ein Problem damit hast, wie ich Entscheidungen fälle, ist unsere Partnerschaft wohl vorbei. Und zwar auf der Stelle. Es ist vorbei, meinst du? Oh, Reggie, das ist ja wohl der Gipfel. Bitte, nun beruhigen wir uns alle und sprechen noch mal ganz rational darüber. Ach, es wird nichts, sich nichts dran rüttelt? Was? Glaube ich nicht. Egal. Was? Ganz rational? Wie? Oh. Ja, du musst jetzt weiter. Okay. Oh, wo kommen Sie denn? Wo kommen Sie denn plötzlich her, Miss Le- Wie habe ich denen noch gerade gesprochen? Nicht so. Ja, eben. So ein bisschen. Ja. Ja. Lassen wir das mal beiseite. Wir atmen jetzt alle ganz tief durch und beruhigen uns. Einatmen. Ausatmen. Und nochmal. Ganz tief einatmen. Genau so. Jetzt. Halten wir alle. Halten wir alle einen Moment inne. Ah. 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 Oh. Hey. So, jetzt. Es ist echt schwer, den zu sprechen. Wollen Sie mich umbringen? Was? Natürlich nicht. Ich bin Detektivin. Mir wäre sehr viel lieber, Morde aufzuklären, als sie zu begehen. Auf jeden Fall liegt auf der Hand, dass es bei Ihnen beiden einiges an Klärungsbedarf gibt. Oh, Sie haben uns wohl belauscht, was? Wir haben nur etwas Dampf wegen des Films abgelassen, mehr nicht. Es schien schon ein bisschen mehr als das zu sein. Stand nicht das Ende Ihrer Zusammenarbeit irgendwie im Raum?
Dieser Besserwisser meint dieser Tage, er wäre Gottes Geschenk an den Liebesfilm. Aber seine romantischen Szenen sind seit jeher eine echte Katastrophe. Nur durch meine Schnittkunst habe ich es in all diesen Jahren geschafft, sie zu retten. Nur meinetwegen konnte er so viele Hits produzieren. Aber bedeutet ihm das irgendwas? Nicht im geringsten. Tja, er mag es vergessen haben. Aber merkt euch meine Worte, ich hab das nicht vergessen. Bitte. Jo, und wie spät haben wir es eigentlich? 17:20. Wollen wir? Ja, wir wollen. Okay, okay, bevor wir jetzt hier weitermachen... Müssen wir uns mal kurz um unser Essen kümmern. Richtig. Warenkorb bestellen. So, Essen gekocht. Essen gekocht, ja, genau. Barzahlung? Nö, ich nehme PayPal. Ist das irgendwo in dem Video zu sehen? Nö. Hoffentlich nicht. So, Gutschein haben wir nicht. Nein, ich möchte nicht über aktuelle Aktionen informiert werden. Und jetzt bestätige ich die AGB, die ich nicht gelesen habe. Ich gebe es offiziell zu unter Eid. Mein Passwort. Küsschen. Ist nicht Küsschen. Ja, aber das Rätsel. Moment. Küsschen. Nüsschen. Küsschen. Ich bin ein taubes Küsschen, yeah. Du bist ein taubes Küsschen, yeah. Ich bin hier. Du bist hier. Schnabeltier. Vielen Dank. Wir haben deine Bestellung erhalten. Juhu. Du wirst in Kürze da sein. Juhu. Ja. Da. Diese Nachricht wurde zur Überprüfung. Badass. Wow. Anzeigen. Sonst noch irgendwas, was mittendrin? Nö. Yeah. Wurde nichts zurückgehalten. Ist schon unnötig. Ja. So, geht's. Ja, aber wer weiß, vielleicht ist ja irgendwo ja, also mal was Wichtiges. So. Küsschen. Soll ich? Nein. Oder doch, ja. Die Sonne geht am Strand unter. Die Sonne geht unter. Plörbräu kommt hoch. Kuss. Ja. Die perfekte Kulisse für einen süßen Kuss vom Mädchen mit der Kapuze. Verwende 3 der Symbole im Rahmen links, damit im Rahmen rechts ein Kuss zu sehen ist. Verschiebe die Symbole, um sie zu bewegen und mach noch nicht... Das ist gemein. Okay, los. Das ist... Nee, okay, warte. Und berühre sie, um sie zu drehen. Sie dürfen sich nicht überlappen. Was? Im Moment, verschiebe sie und dann berühre sie, um sie zu drehen. Okay. Ich will. Hm. Oh, ein McDonald's-Zeichen. Bist du schon fertig? Nein. Bin ich schon fertig? Nein. Ich komme auch gerade irgendwie nicht drauf. Ich überlege gerade 3 der Symbole, um einen Kuss zu machen. Jetzt ist es richtig. Ich verstehe es nicht. Das sollte reichen, denke ich. Wir lösen wirklich jedes Rätsel. Habe ich schon mal die richtigen Symbole? Nein. Die 2 sind schon mal richtig. Das ist nicht richtig. Mhm. Was ist denn davon mit dem Kuss? Das ist echt fies. Irgendwie. Weil, wie kann man denn zum Beispiel einen Kuss darstellen? Naja, 2 Lippen aneinander. Mhm. Oder was ist denn noch ein Zeichen eines Kusses? Wenn man zum Beispiel einen erhalten hat von einer Dame. Ein Knutschfleck oder was? Lippenstift. Und wie sieht der Abdruck dann aus? Nein, man muss nicht Kiss schreiben. Echt fies, oder? Dafür hast du dir einen Kuss verdient. Hoppla. Da wurde wohl hier wer an der Nase herumgeführt. Oh Gott. Ja.
Ich habe halt gedacht, man muss irgendwie so halb Kussmünder so formen. Naja, im Grunde macht man das ja dann auch. Ja, aber ich meine jetzt so, so wirklich so eingewirkt, die so ineinander und dann gehen. Mhm. So ein bisschen. Aber mit drei mit drei der Teile konnte man ja kein Kiss schreiben. Ja. Außer natürlich, man hätte irgendwo das I durch ein Freilassen oder sowas hingekriegt. Nun, ich hätte nicht gedacht, dass sie das lösen würden. Ich habe mir jahrzehntelang die Zähne daran ausgebissen. Und jetzt habe ich keine mehr. Wie sie gehen können. Ich muss ihn jetzt durchbrechen, weil er hat Zähne, man hat's im Mund gesehen. Scheiße. Dann hat er dritte. Okay. Es gibt keine. Nee, er hat sich die Milchzähne ausgebissen. Jahrzehntelang. Wie lange hatte der denn bitte Milchzähne? Keine Ahnung, aber ich meine, ich habe halt dann auch mir sozusagen zwei Zähne ausgebissen. Ja, aber das waren keine Milchzähne mehr. Die habe ich mir nicht ausgebissen, die anderen. Weil die waren nicht da. Ach, die waren gar nicht da. Aber nicht, also jahrzehntelang behält man keine Milchzähne. Nee. Glaube ich nicht. Es gibt kein Rätsel, das sich nicht durch ruhiges und wohlüberlegtes Denken lösen ließe. Mr. Cutter, jetzt haben Sie sich ja ein wenig beruhigt. Vielleicht... Mich beruhigt? Was machen Sie gerade? Witze? Ist das hier eine Komödie? Ja. Mir ist der Streit mit Reggie eben sowas von egal. Aber ich lasse mir doch nicht den Diebstahl der letzten Szene anhängen. Ich meine, da geht es um meinen Stolz. Was für ein Filmeditor wäre ich denn, wenn ich so etwas tun würde? Ich würde sagen, Miss, dass sich dieser Streit nicht so schnell von selbst schlichten wird. Oh naja, egal. Es macht Spaß, dabei zuzuschauen. Sollen wir? Ja. Cat, vergessen wir einfach den Fall und schauen wir lieber den beiden Hauptverdächtigen beim Streiten zu. Sei nicht so höhnisch, Shaw. Wenn wir sie belauschen, lassen sie vielleicht was fallen, was uns einen Hinweis gibt. Ja, was fallen lassen, genau. Ganz schön gerissen, du bist ja ein echtes Kätzchen mit leisen Pfoten, Kätzchen. Stolz! Stolz! Das ist dir wichtiger als die Entscheidungen des Regisseurs zu respektieren, Szenen rauszuschneiden, die du gar nicht rausschneiden solltest. Zum letzten Mal, ich habe die Kussszene nicht gestohlen. Und du weißt ganz genau, dass ich niemals einen Film schneiden würde. Punkt. Ich meine, wenn du mir nicht die Erlaubnis dazu geben würdest. Punkt. Aber es ist doch kein Geheimnis, dass du die Szene nicht mochtest. Du hattest immer ein Problem mit ihr, gib es doch zu! Ja, ich hatte ein Problem damit, wie der große Reggie-Direktor damit zufrieden sein konnte, dass einer seiner großartigsten Filme zu einer mit einer solchen Szene endet. Tja. Warum gibst du es nicht zu, warum gibst du es nicht zu? Du wolltest diese Szene doch eigentlich auch nie haben, oder? Doch, wollte ich. Ich war völlig zufrieden mit ihr. Du bist also inzwischen bereit, Kompromisse bei der Qualität einzugehen? Du machst mich krank, Reggie. Aber weißt du, was mich noch kränker macht? Der Umstand, dass jemand anderes einen deiner Filme geschnitten hat. Hä? Na gut, Phil. Wenn du es nicht warst, wer war es denn dann? Verrate mir das mal. Ach so, geschnitten wegen der Kussszene. Ja. Ja, jetzt verstehe ich es auch. Wenn du mich fragst, dann warst du es. Du hast auf dein Gewissen gehört, bevor dich der Ruhm verderben konnte. Wie kannst du es wagen? In der guten alten Zeit hättest du mit dem Drehen nicht aufgehört, bis du mit wirklich jeder Szene zu 100% zufrieden gewesen wärst. Aber jetzt? Nun, diese Tage waren einmal. Ja, die Tage, als meine Filme kein Geld eingespielt haben. Hör mal, wenn ich mir meinen Regiestil geändert habe, dann für dich und den Rest der Crew. Und dafür sind wir auch dankbar. Wir wissen es alle zu schätzen, tatsächlich bezahlt zu werden. Versteh mich da nicht falsch. Aber heißt das dann auch, dass man so gewaltige Kompromisse bei der Produktion machen muss? Heißt das dann auch, dass man sich selbst nicht mehr treu sein darf? Pass auf!
Ich weiß, ich habe gesagt, deine Liebesszenen wären Schrott, aber du hast doch früher auch gute Sachen gedreht, oder nicht? Vielleicht, aber das ist schon sehr lange her. Und Phil, übersteigerter Idealismus hilft einem nicht dabei, die Rechnungen zu bezahlen, oder? Und darum geht's doch am Ende. Na gut, wenn du das so siehst, gibt's nichts mehr zu sagen. Leb wohl, Reggie. Oh. Autsch, das war jetzt aber kein Happy End, oder? Mr. Cutter ist einfach gegangen. Das könnte unsere beste Gelegenheit sein, wichtige Informationen aus Mr. Rector rauszuholen. Komm schon, Ernst, und du auch, Shell. Okay, ab zu ihm.